hier. Skjalle hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Sind die wirklich so weit gegangen? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind hier auf Hindarsfjall. Und wir sehen hier Ciris Fastfreund. Und ja. Den sie eigentlich besuchen wollte. Aber jetzt, da sie erfahren hat, dass er tot ist, ihn wenigstens noch die letzte Ehre erweisen wollte. Naja. Jetzt begraben wir ihn hier noch standesamtlich. Geiler Hintergrund. Im letzten Part haben wir Avalachs Labor ein bisschen demoliert. Ich hoffe, ihr habt den Part gesehen. Sonst noch dringend nachholen. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling? Ihr missachtet den Arrast der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg. Ihr schändet unsere Gesetze. Nicht so laut. Sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube. Und wieso? Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Sie ist das Kind des älteren Blutes, mein Kleiner. Gut, dass wir hergekommen sind. Oh ja. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Ja. Gehen wir. Auf jeden Fall, Ciri. Diese Pfeifen haben doch gar keine Ahnung. Zurück zum Boot. Mhm. Kannst du uns hinbringen oder laufen wir mit den Pferden dorthin? Wäre ein bisschen weit, Leute. Nur komisch, wenn sie sich hinportet, dass die wilde Jagd nicht gleich hier erscheint. Ins Gellige. Ja gut, sie sagt ja, kleine Abständen bemerken die kaum oder gar nicht. Ich würde mich einfach von Insel zu Insel porten. Arzgallig, Hafen von Kertrolde. Oh yeah. Hier sind wir wieder. Und ich möchte noch mit Avalach reden. Denn eigentlich möchte ich noch gegen den spielen. Das bezweifle ich nicht. Warum seid ihr hingegangen? Ihr hättet mich doch auch fragen können. Damit du uns alles über deine Experimente mit dem Gen des älteren Blutes verrätst? Wohl kaum. Ich habe nichts verheimlicht, was uns im Kampf gegen Eredin nützen könnte. Und was das ältere Blut betrifft, ihr wisst alle, dass Ciri außergewöhnlich ist. Der Unterschied ist nur, dass mir klar ist, wie ich sehe. Vielleicht bist du ja nur von ihr besessen? Wer? Ich? Na, da hast du recht, Yen.
Mal gucken, was du jetzt dazu sagst. Geralt? Leider nichts, dann bis ein andermal, Jen. Ciri, hast du noch was zu sagen? Hast du kurz Zeit? Natürlich. Leider auch nicht. Nicht so. Gut. Warum hast du so eine nachdenkliche Haltung? Aber lach. Ja, Geralt. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Ach was. Passt schon. Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Okay. Erzähl mir mehr über Garantier. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Garantier, das goldene Kind. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Oh Mann. Nette Welt, die ihr in Elida habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sagt mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühl. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enzede tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich. Weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Naja, indirekt. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Ich hoffe es für dich. Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Tatsächlich? Eine Elfin. Sie hat behauptet, dass du Ciri hast. Wie passt das dazu, dass du sie um jeden Preis beschützen willst? Gar nicht. Du erwartest doch nicht, dass ich dir meine Gefühle offenbare, oder? Oh Gott. Leb wohl. Ja, Geralt? Leb wohl. Mehr können wir nicht mehr reden, okay. Dann geht es in den letzten Minuten noch ab zu Philippa. Oh Gott. Was, das kann ich nicht hier tun. Am Arsch kann ich hier nicht wieder an Land. Was heißt hier? Ich meine, ich muss hier lang, also verpfeif dich. So, wo geht es zu Philippa Eilhardt?
Ach nee, oder? Nee, fickt euch ins Knie, ihr dreckigen Hunde. Nee, mal echt. Habt ihr zu viel geraucht oder so? Ihr habt echt zu viel geraucht, ne? Ruhe ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel, wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe bleiben? Jetzt müssen wir hier noch ein also. Boot suchen. Ah, ich brauche jetzt noch keinen Schneider, den können wir später aufsuchen. Wobei, wenn wir gerade hier sind, es geht sowieso nicht lange. Komm mal her. Pennt der jetzt? Ach, hier bist du. Du hast nicht zu pennen, du hast mir jetzt die Haare zu schneiden. Gerne Haare schneiden, danke. Also Haare, Bart schneiden. Mein Bart muss auf glatt rasiert getrimmt werden. Wunderbar, bis dann. Bis dann. Dankeschön. Für die schnelle Blitzrasur. Wenn das nur immer so schnell gehen würde. Respekt, Hexer. Warum Respekt? Ich mach doch gar nichts. Rumtreiber. Oh, hier ist ein Bötchen, was wir verwenden können. Und jetzt können wir hier mal schnell durchsegeln, um zu Philippa Eilhardt zu gelangen. Hier wird nichts Großartiges passieren, außer dass uns vielleicht dumme, wie sagt man, ja, Sirenen antatschen wollen. Aber egal. Die Regentropfen müssen nicht sein auf dem Bildschirm. Die sollten lieber irgendwie an die Flagge gehen oder so. Ja, wisst ihr, dass das Boot oder so nass aussieht. Ach Gottchen, nee. Sowas sehe ich ja nicht ein. Geht mir aus dem Weg. Was glaubt ihr, warum ich hier wohl ganz nah am Rand segel? Um in euch reinzufliegen? Wohl kaum. Oder besser gesagt reinzufahren? Nein! Nein! Böse! Böse! Böse, böse, böse! Einfach weiterfahren. Ganz am Rand, dann passiert euch schon nichts. So könnt ihr wirklich meistens vermeiden, in einen Kampf zu geraten. Hier auf hoher See, wo ihr nicht gerade viel machen könnt, außer mit dem Bogen, also mit der Armbrust zu schießen. Yeah, wir sind jetzt hier und immerhin können wir jetzt von hier immer wieder weg. Ist mir eigentlich egal, wenn wir hier auf Grund laufen. Wie gesagt, wir können hier immer wieder weg. Und ja, Philippa steht schon dort. Und wir werden im nächsten Part hier den Sonnenstein bergen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es dann wieder heißt, The Witcher 3 Wild Hunt. Tiddle!